Halli, hallo, hallöchen, ich richte das Mikroföchen. So, jetzt stimmt's. Gut, wir haben's geschafft. Wir haben den Runner runifiziert, entrunnt. Es hat sich ausgerunnt mit diesem Runner. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg hier runtersuchen. Und ich frage mich gerade, haben die Entwickler dran gedacht, dass es Leute gibt, die nicht schnell reisen können und von hier oben nicht einfach wegreisen können? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier gibt es keinen Weg nach unten, oder? Oh Gott, ich bin so stark dehydriert, dass wir schon wieder verdursten. Ich könnte mit ganz viel Anlauf vielleicht ins Wasser springen. Nein, unmöglich. Blödsinn. Na gut, dann gehen wir halt zu Fuß wieder runter. Es hilft ja nichts. Wir müssen jetzt echt irgendwo schlafen. Wir müssen irgendwo speichern und Wasser trinken. Aber vor allem speichern mal. Weil ich will den ganzen Turm hier bitte nicht nochmal machen müssen. Das wäre sehr angenehm, sehr genehm wäre es mir, wenn wir nicht nochmal alles nochmal machen müssten. Hä? Jetzt ist die Runnerfrau tot. Und die Gunner sind weg. Jetzt sind die Gunner weg und haben sie umgebracht, oder was? Diese Runner, den kann man einfach nicht vertrauen. Was für Popelfresser. Ja, wir sind stark dehydriert, ich weiß. Kann man den Aufzug trotzdem mal aktivieren vielleicht? Der Aufzug ist außer Betrieb. Warum? Wahrscheinlich müsste ich den Terminal hier hacken und das geht nicht. Du hast auch nichts dabei, was mir hilft. Alles doof, dann gehen wir halt wirklich zu Fuß. Mensch, ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Treppen nach unten zu gehen. Treppen nach unten gehen, Treppen nach unten gehen. Treppen nach unten gehen, Treppen nach unten gehen, Treppen nach unten gehen, Treppen da bunta bei, bata bata bamba di, bumba da bumba ram, bamba bamba dim bata 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 bam, barum bam bam, pow pow. Ach ja, hier ist eine verschlossene Tür, die könnten wir mal noch hacken vielleicht. Klacken. Klicken und klacken. Schön. Mentat. Oh, ein Fusionskern. Hallöchen, Popöchen. Und das war's. Fusionskerne mag ich ziemlich gerne. Genauso wie Sterne und abgedrehte Berne. Aufzug! Aufzug, wo bringst du uns denn hin? Dogmeat, schnell, komm! Oh nein, er hat's nicht mehr geschafft! Benutze deine Teleportationskräfte, Dogmeat! Du schaffst es! Yes! Er ist ein echter Son Goku. Wenn der sich anstrengt, dann werden seine Ohren ganz buschig und gelb. Und dann kann er fliegen und so Zeugs. Teleportieren kann er inzwischen schon ohne Super-Dogmeat-Funktion. Hund, du musst mich echt aussteigen lassen hier. Oh Mann. Oh. Ah, Moment, von hier bin ich gekommen. Von hier bin ich nicht gekommen, aber da war ich schon und das ist eine Sackgasse. Wir mögen keine Sackgassen. Oh, aber mir fällt gerade ein, es könnte noch Minen und Fallen auf dem Weg geben. Ich will vermeiden, dass wir denen in die Falle gehen. Deswegen werde ich mich trotzdem mal ein bisschen geduckt fortbewegen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Dauert ein bisschen länger. Aber jetzt, wenn mich jetzt auf dem Weg raus eine Mine sprengen würde, dann wäre ich aber schon ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Dann würde ich sagen, Spiel, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Puh. Und hätte mich angewidert abgewendet. Dann hätte mir das Spiel Blumen gekauft, aber es hätte nichts mehr geändert. Das kann man nicht wieder gut machen. War das Fallout 4 oder Fallout 3, das mit Kronkorken gekauft wurde? Kennt ihr die Geschichte? Vielleicht kennen die manche noch nicht. Es ist ziemlich rumgegangen, weil es ziemlich cool ist. Aber entweder war es bei Fallout, ich glaube Fallout 4 war es, da hat ein Fan jahrelang Kronkorken gesammelt und hat dann quasi Bethesda gefragt, weil er nicht so viel Kohle hat, ob er das Spiel nicht auch mit Kronkorken bezahlen kann. Und dann hat er den irgendwie ein paar hundert, ein paar tausend, ich weiß nicht wie viel, sehr viele Kronkorken geschickt. Dafür hat er das Spiel bekommen. Ist natürlich sehr cool. Wo bin ich denn hier? Sind wir in irgendeiner Art Sackgasse, in so einem Paralleluniversum, in dem kein Weg dahin führt, wo man hin will? Eine Art
Raum ohne Logik, ohne Grenzen, ohne Ziel, wo die Treppen wirr durch den Raum führen und jeder Eingang führt zu einem anderen Ausgang, die auf dem ersten Blick nicht verbunden sind, weil alles so bizarr interconnected ist miteinander und die Regeln, die wir von Raum kennen, existieren nicht mehr, weil verschiedene Ebenen der Existenz ineinander greifen, umeinander greifen, aneinander greifen, aneinander vorbeigreifen und sich dabei gegenseitig nicht mehr begreifen können. So wird es sein. Das ist genau unser Problem. Deswegen springe ich jetzt hier mal über die Reling und mache hier einen Terror. Tiu, tiu, Terroraufstand. So, genug Terror. Genug des Terrors. Genug des Rumpöbelns. Ich will doch nur einen Ausgang. Bitte gib mir einen Ausgang. Ich will einfach nur raus hier. Ich kann nicht mehr. Ich werde verrückt hier. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Warum ist das so ein Labyrinth? Wer hat denn das Gebäude entworfen? Derjenige gehört vom Gebäude geworfen. So, ab nach Cambridge. Und jetzt gehe ich wieder in unsere Raider-Burg, die wir erobert haben. Da liegt eine kleine Matratze, da können wir mal kurz eine Stunde die Augen zumachen. Dann trinken wir ganz viel Wasser und dann gehen wir zurück. Ja, dann gehen wir zurück nach Sanctuary. Das tun wir, tatsächlich. Back to the roots. Back to the Groots. Unsere Katze ist dick. Unsere Katze wird immer dicker. Die sitzt gerade so am Fenster und guckt raus und ist wie so eine dicke Kugel mit so einem kleinen Kopf oben drauf. Aber ist schon okay. Es ist noch nicht so, dass es irgendwie... Also es ist noch... Sie kann sich noch normal bewegen und klettern wie ein Affe mit Krallen. Krallaffe. Ach, warte mal. Wo war denn jetzt die Raider-Basis eigentlich? Nee, die war schon. Da muss ich ans Wasser. Ist schon richtig. Aber ich schleiche jetzt. Bevor ich nicht gespeichert habe, wird nur noch geschlichen. Psycho-Buff-Out wirkt nicht mehr. Ich bin stark dehydriert. Ich find's witzig, wenn die Dinger hier Speicherzellen wären. Hätte ich cool gefunden. Ich finde ja den Überlebensmodus, so wie er ist, eigentlich ganz cool. Es gibt allerdings viele Leute, und da habe ich auch Verständnis dafür, die einzelne Features des Überlebensmodus blöd finden. Ganz unterschiedliche Sachen. Die einen finden scheiße, dass man nicht schnell reisen kann. Die anderen finden es blöd, dass man nicht jederzeit speichern kann. Die anderen finden es blöd, dass Munition was wiegt. Und ich finde, die hätten es ruhig so machen können, weil ich glaube, ich bin kein Programmierer, kein Spielentwickler, ich kenne mich nicht wirklich aus. Aber so von meinem Verständnis her, von meiner Logik her, glaube ich, wäre es nicht viel Aufwand gewesen, hätten die vielleicht so ein Survival-Menü machen sollen. Dass man vielleicht, bevor man ein Spiel im Survival-Modus beginnt, oder von mir aus auch während dessen, aber vielleicht bevor man beginnt, damit es trotzdem noch so ein bisschen Hardcore bleibt und man nicht einfach rumtricksen kann, hat man einfach die ganzen verschiedenen Survival-Optionen, die man nach Belieben an- und ausschalten kann. Ich glaube, das wäre ein cooler Kompromiss gewesen, damit wären alle glücklich, dann können die Leute immer noch ihren Vollgas-Hardcore-Modus aktivieren und man kann trotzdem ein bisschen was abändern, man kann ein bisschen... Oh Gott, unsere TP sind fast leer! Ich weiß nicht, warum und wie das passiert ist. Ich glaube, während wir geschlafen haben, sind wir fast verdurstet. Shit. Oh Gott. Na gut, zum Glück habe ich ja vorher gerade gespeichert gehabt. Insofern ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem. Mann, unsere Beine waren total gebrochen. Warum? Ich weiß es nicht. Warum? Gebrochene Beine sind... Schlechte Beine, die funktionieren nicht mehr so gut. Also ich glaube, theoretisch mit Schienen und so, ist schon, der Körper ist schon manchmal bescheuert, oder? Manchmal steht er der modernen Medizin im Weg, manchmal steht er dem modernen Menschen im Weg. Weil man könnte, glaube ich, so gebrochene Knochen beispielsweise,
wahrscheinlich relativ gut stabilisieren und die Körpergliedmaßen dann trotzdem einigermaßen gut benutzen. Geht aber nicht, weil es wehtut wie Hölle. Schmerzempfinden. Schmerzempfinden sollte man einfach bitte manchmal ausschalten können. Das wäre cool. Dass man, dass der Körper sagt einem quasi so, hey, hier stimmt was nicht, mir geht's nicht gut. Und dann möchte ich zum Körper sagen können, ja, ja, jetzt halt die Klappe. Hau ab, du störst, Schmerzempfinden. Wir können jetzt nichts an der Situation ändern. Ich hab's registriert, dass was nicht stimmt. Hau ab. Das wäre schön, wenn man das manchmal machen könnte. Also, Daten. Daten, Aufgaben. Lass den Runner-Chip analysieren. Machen wir. Aber wo, von wem, wie? In Good Neighbor. Ich hasse es, wenn wir nach Good Neighbor müssen, weil ich immer Angst habe, dass das Spiel abstürzt. Und zwar zu Recht, weil es halt immer vor Good Neighbor abstürzt. Immer vor Good Neighbor ist Absturzgefährdung. Oberste Gefahrenstufe, wenn es um Absturz geht. Sobald wir die Tür sehen, den Eingang sehen, bam, Crash. Und ich krieg's nicht ganz rausgebügelt. Ich habe jetzt, wie ich schon mal erzählt habe, wirklich fast die meisten Mods deaktiviert. Ich habe die schön angeordnet, ich habe mich da informiert, ich habe mir alles durchgelesen, ich weiß Bescheid, die sind richtig sortiert in der richtigen Reihenfolge. Aber es waren damals, als alles abgestürzt ist, bin ich mir heute relativ sicher, lag es nicht an den Mods, dass die nicht zusammenpassen und es lag auch nicht an der Ladereihenfolge. Es lag einzig und allein, da bin ich mir wirklich fast sicher momentan mittlerweile, es lag einzig und allein an der Menge der Mods, weil wahrscheinlich gerade um Good Neighbor in der Gegend einfach zu viel hinzugefügt wurde und die PS4 hat halt einen begrenzten Arbeitsspeicher oder auch Prozessor, ich weiß nicht, wer jetzt genau dafür verantwortlich ist, der nicht so viele Objekte gleichzeitig in sich laden kann und der ab einem gewissen Punkt sagt, nö. Und dann sagt das Spiel, dann weiß ich aber nicht mehr, was wir jetzt machen sollen und dann sagt die PS4, dann holen wir jetzt mal den Blue Screen of Death. Und dann sagt das Spiel, ja, kann man nichts machen. Und so war es dann auch. Hey, ein Automaschinengeschützgerät. Automaschinengeschützgerät kaputt, kaputt, kaputt. Bam. Wer liegt denn da so lustig? Ein Siedler. Schweinwerfer. Schweinwerfer war im Mittelalter eine ziemlich gemeine Waffe. Naja, es gab's ja wirklich. Das gab's ja wirklich. Also ich glaube, also was vielleicht auch natürlich, warum nicht auch mit Schweinen, aber man kennt es ja aus diversen Mittelalter-Videospielen und war ja anscheinend auch eine verbreitete oder zumindest angewandte Technik im Mittelalter, dass man verwesendes Vieh oder auch vielleicht Leichen der eigenen Männer, der eigenen Truppen der Gefallenen, also der feindlichen, mit Katapulten über die Stadtmauern schießt, damit es stinkt, damit die Gestank und Ekel und Krankheit auch verbreiten und psychologische Kriegsführung ist es natürlich auch. Sehr morbide, sehr gemein, sehr hinterhältig und wahrscheinlich sehr effektiv. Krieg bleibt immer gleich. Ich weiß nicht genau, was die damit aussagen wollen, mit Krieg bleibt immer gleich. Wahrscheinlich wollen sie damit sagen, dass Krieg immer scheiße ist. Aber Krieg bleibt immer gleich. Tja. Das ist Definitionssache. Krieg verändert sich schon ziemlich stark eigentlich fortwährend. Aber letztendlich läuft es immer draus hinaus, dass Leute sterben und leiden. Das wird sich so schnell nicht ändern. Ach, Krieg. Oh oh, guckt, wir kommen Richtung Good Neighbor und es fängt an super zu ruckeln. Ich gehe jetzt ein bisschen langsamer, nicht mit Full Speed. Vielleicht können wir dann verhindern, dass es abstürzt. Also, beim letzten Mal ging es ja eh. Es ging ja beim letzten Mal eh. Ich habe ja, wie gesagt, ganz viele Mods rausgehauen einfach, die nicht unbedingt notwendig waren. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber es ist halt wirklich so, das Spiel ruckelt halt in der Stadt und in dem Gebiet schon komplett ohne Mod sehr stark. Und da kann halt schon wenig Mod-Content dann das fast zum Überlaufen bringen. Und dann gibt's einfach mal einen bombastischen Absturz. Bombasti.
Absturzu. Du bist eine komische Waffe. Weil, wie soll man die ordentlich halten? Die hat kaum noch einen Griff irgendwie. Finde ich nicht gut. Wir sind jetzt ein Good Neighbor. Gott sei Dank sind wir ein Good Neighbor. Ich bin so froh, dass wir ein Good Neighbor sind. Hallo, Mr. Ghouli. Ghouli McGoolson. Ghouli, Schwuli Ghouli. Ach, als Kind ist man so blöd, oder? Man findet wirklich dauernd so bescheuerte Begriffe und macht sich über Minderheiten lustig und ist einfach... Man ist einfach ein Vollidiot. Kinder sind Vollidioten. Ich meine es gar nicht böse, aber es ist so. Kinder sind Vollidioten. Ach Moment, ich sollte vielleicht erst bezahlen, wenn ich da oben schlafen will, oder? Zimmer? Ja, brauche ich. Moment mal, ich dachte immer, du bist ein Ghoul. Tut mir leid, okay. Muss eine Verwechslung sein. Langer Gang. Ja, ja, ich weiß, ich war da schon öfter. Erkennst du mich denn nicht mehr? Ich bin's. Dein Neffe, dein Enkel. Ich brauche ganz dringend Geld. Kannst du mir bitte 100.000 Euro schenken? Du kommst aus Sanctuary. So, auch mies, oder? Eine miese Masche. Gibt's ja ganz häufig. Du kommst aus Sanctuary. Dass so Betrüger zu Rentner abzocken, sich als deren Enkel ausgeben. Die sind dann senil und wissen es nicht genau, oder? Oh, wir haben hier ein Magazin. Ausgezeichnet. Yeah. Dauer auf plus 5 EP, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Zählt jetzt da Dogmeat oder nicht? Wer weiß. Naja. Da habe ich mal ein lustiges Lied drüber gehört, dazu, zu dem Thema. Von wegen, ist ja nur fair, weil deine Oma, der wir das Geld abziehen, hat bestimmt früher Hitler gewählt. Die war bestimmt ein Nazi. Insofern ist es politisch ja nur korrekt, dass wir die hier abzocken. Fand ich lustig, die Argumentation so. Ja. Müsste man hören wahrscheinlich. Müsste man hören. Hundefleisch. Hundefleisch. Dogmeat, warum hast du eigentlich keine Brille momentan? Die habe ich dir wahrscheinlich irgendwann mal genommen und nicht mehr wiedergegeben, oder? Brille, 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 Brille. Entschuldigung. Hallo, ich habe... Ja, nein, Hilfe, lass mich doch mal ausreden. Oh, hab ein kleines Strahlungsbad genommen und mit einem großen grünen Typen abgehangen. Dann habe ich diesen verschlüsselten Chip aus dem Hals eines Runners geholt. Hat ihm nicht so gefallen. Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Nächster Halt, die Railroad. Tschu-tschu. Ja, wie dem auch sei. Du brauchst ihre Parole, um sie zu finden. Folgt dem Weg der Freiheit. Viel Glück. In meinem Geheimbund besteht die Parole nur aus drei Wörtern. Ich bin toll. Ja... Das wird dir hier sicher nicht weiterhelfen, aber jemand so Einfallsreiches wie du wird das schon hinbekommen. Okay, mich wundert, dass sich unser Charakter noch an den Kampf gegen den Runner erinnern kann, so wie der vollgepumpt war mit Drogen. Hier ist auch eine sehr schöne Quest, finde ich. Eine meiner Lieblingsquests auch in dem Spiel. Hi. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Stimmt wohl. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Kommt mir bekannt vor. Du würdest dich an ihn erinnern. Das sind die besten Detektivgeschichten, die es gibt. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Klar, Kent. Natürlich hast du einen Plan. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir?
Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver-Shout-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Also, was noch großartig ist, ein Bett. Und eine Beendigung dieser Folge an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, mich daran zu erinnern, warum ich so komisch rede. Und damit ich das dann aller Fan Hadama. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für eure glückhabenden Gedanken. Bye-bye. Tschüssi. Ich werde jetzt ein neues Gehirn kaufen. Mein altes ist anscheinend defekt. Geht nicht mehr. Aber jetzt kann ich reklamieren. Glaube ich. Ich habe noch Garantie. Ich muss mal schauen. Macht's gut. Ciao.